Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich spreche zu Ihnen über Konrad Adenauer, den ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er regierte von 1949 bis 1963. Es war eine Zeit der Ernüchterung nach einem verlorenen Krieg, nach den Gräueln des Dritten Reiches, nach beispiellosen Zerstörungen und Verlusten, ein mühsamer Neubeginn. Adenauer war schon ein 70er, als er nach 1945 maßgeblichen Einfluss auf die deutsche Politik gewann. Eine längere politische Karriere in der rheinischen und preußischen Politik des Kaiserreiches und der Weimarer Zeit in den 20er Jahren lag hinter ihm. Er hätte damals schon, wenn er ernstlich gewollt hätte, in die verantwortliche Leitung der deutschen Politik eintreten können. Aber nach der vom NS-Staat erzwungenen langen Pause und nach dem Zusammenbruch des Reiches hätte niemand mehr dem Altgewordenen ein politisches Comeback zu prophezeien gewagt. Der am 5. Januar 1876 geborene Kölner, Sohn eines Sekretärs am dortigen Oberlandesgericht, Rheinländer bis in Gestus und Mundart hinein, dem so katholischen wie freiheitlichen Geist dieser nach Westen geöffneten Landschaft verbunden, war in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Strenger Pflichtsinn, Fleiß und Frömmigkeit prägten das Leben der Familie in dem kleinen Haus in der Balduinstraße in Köln. Weil das Geld zum Studium fehlte, war Konrad, der dritte Sohn, zunächst für das Bankfach vorgesehen. Ein Stipendium machte schließlich das Studium der Rechte möglich, in Freiburg im Breisgau, später in München, wo Adenauer zwei Semester lang auch Volkswirtschaft bei Lujo Brentano hörte, endlich in Bonn, wo er nach der kürzesten Zeit, die möglich war, nach sechs Semestern das Referendarexamen ablegte. Über die Schüler- und Studentenzeit des jungen Adenauer wissen wir wenig. Aus Berichten von Mitschülern geht hervor, dass er trotz großer Härte gegen sich selber keineswegs ein Musterknabe und noch weniger ein intellektuelles Wunderkind gewesen ist. Und obwohl er sich in Freiburg der Geselligkeit einer katholischen Verbindung sorglos überließ, schon weil das Elternhaus seinem Umgang enge Grenzen setzte, zeigte sich doch in ihm früh ein Zug von Sprödigkeit und Distanz, der verhinderte, dass engere Bindungen entstanden. Er machte immer den Eindruck, als ob er durch eine unsichtbare Isolierschicht von den anderen getrennt lebte, so berichtete ein Studienkamerad aus dieser Zeit. Nichts von Abenteuern und Ausgelassenheit, keine Spur von Studentenlieben, höchstens ein rasch verwehtes Interesse für Wagner-Musik und eine in der Münchner Pinakothek geweckte, lebenslang anhaltende Neigung zur Kunstbetrachtung. Wenig Lektüre außerhalb des Fachlichen, aus einer religiösen Krise befreit den rheinischen Katholiken ein Buch Hiltis des Schweizer Protestanten Praktisches Christentum. Aber dann beginnt eine ungewöhnlich geradlinige, zielstrebig nach oben führende juristische und politische Laufbahn. Trotz eines mäßigen Assessorexamens 1901 in Berlin bewährte sich Adenauer in der Praxis bei der Staatsanwaltschaft, beim Landgericht Köln, später als Vertreter des Zivilanwalts beim Oberlandesgericht, Justizrat Kausen, der zugleich Vorsitzender der Zentrumsfraktion
im Kölner Stadtparlament war. Bei Kausen erlernte Adenauer die Kunst, einen Rechtsfall völlig zu beherrschen und in freier Rede darzulegen. Diese Kunst sollte ihm in seiner späteren politischen Tätigkeit sehr zugutekommen. Kausen öffnete ihm auch den Weg zur Politik. Als 1906 die Stelle eines Beigeordneten bei der Kölner Stadtverwaltung frei wurde, bewarb sich Adenauer gegen einen auswärtigen Konkurrenten. Er wurde mit den Stimmen des Zentrums und der Liberalen schon im ersten Wahlgang gewählt. Fantasie, Initiative und die früh ausgeprägte Willenskraft und Arbeitsökonomie trugen ihn weiter. Schon 1909 wurde er erster Beigeordneter. Er übernahm das Finanz- und Personaldezernat, später mit Ausbruch des Krieges auch das Ernährungsdezernat. 1917 wurde er, nachdem er häufig den Oberbürgermeister Wallraff bei Abwesenheit vertreten hatte, nach dessen Ernennung zum Staatssekretär zum Oberbürgermeister der Stadt Köln gewählt. Mit 41 Jahren war er der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Bei dieser kommunalpolitischen Karriere sollte es jedoch nicht bleiben. Vielmehr wurde Adenauer durch das Kriegsende und die alliierte Rheinlandbesetzung unversehens vor größere politische Probleme gestellt. Das betrifft vor allem seine Stellung zu der 1918-19 aufkommenden Bewegung zugunsten einer staatlichen Verselbstständigung des Rheinlands. Adenauer hat in jenen stürmischen Monaten durchaus ernsthaft die Etablierung des Rheinlands als eines eigenen, von Preußen getrennten Bundeslandes, jedoch im Rahmen des Reichsverbands, erwogen, wobei auch der Gedanke mitspielte, sich durch eine solche Verselbstständigung gegen die mögliche drohende Annexion durch Frankreich zu sichern. Freilich legte Adenauer auf ein überparteiliches Vorgehen Wert. Er war auf Abstimmung mit Berlin bedacht und lehnte einen Separatstaat, einen rheinischen Separatstaat, scharf ab. Als prominentester Sprecher der rheinischen Städte berief er zum 1. Februar 1919 die inzwischen in die Nationalversammlung und in die preußische Landesversammlung gewählten Abgeordneten des linksrheinischen Gebiets zusammen mit den Oberbürgermeistern der besetzten rheinischen Städte nach Köln, nach eigenem Zeugnis in der Absicht, eine überstürzte Proklamation der Rheinischen Republik zu verhindern. Tatsächlich gelang es ihm, durch hinhaltende Taktik sofortige Festlegungen zu vermeiden und die Option nach allen Seiten offen zu halten. Der auf der Versammlung zur Bildung eines Rheinstaats eingesetzte Ausschuss ist nicht ein einziges Mal zusammengetreten. Die Rede vor der Kölner Versammlung war Adenauers erster Schritt über die rheinische Kommunalpolitik hinaus. Sie ist bemerkenswert, weil sie, weit entfernt von der damals üblichen emotionalen Betrachtungsweise, die außenpolitische Situation Deutschlands schonungslos nüchtern analysierte. Als Kern enthüllte sich für Adenauer das deutsch-französische Verhältnis. Alle politischen Schritte der neuen Republik waren für ihn vergeblich, ohne befriedigende Regelung in diesem Bereich. Adenauer erkannte das französische Sicherheitsbedürfnis als berechtigt an. Er suchte nach einer Lösung, die den Forderungen Frankreichs Genüge trug und doch eine Schädigung Deutschlands, wie sie mit der Abtrennung des linken Rheinufers von Deutschland notwendigerweise verbunden war, zu vermeiden. Sie lag für ihn in einem Zusammenschluss links- und rechtsrheinischer Gebiete zu einer westdeutschen Republik im Verband des Reiches.
Damit, so meinte er, können die vom Ausland gefürchtete preußische Hegemonie in Deutschland endgültig ausgeschaltet werden. Wie recht er mit dieser Analyse der Probleme hatte und wie sehr das Sicherheitsbedürfnis Frankreichs die Grundfrage der Weimarer Republik blieb, sollte sich schon wenige Jahre später in der Staatskrise des Jahres 1923 zeigen. Hier stellte sich die Problemlage des Jahres 1918-19 verschärft und zum existenzbedrohenden Dilemma gesteigert wieder her. Nachdem der passive Widerstand im Rheinland gescheitert, die deutsche Währung rettungslos devaluiert war und die Franzosen sich darauf einrichteten, auf Dauer im Westen zu bleiben, weil ihnen Sicherheit vor Reparationen ging, schien die Annexion der Rheinlande oder doch die Bildung eines Pufferstaates drohend bevorzustehen. Der Reichsfinanzminister sah sich im November 1923 außerstande, weitere Zahlungen an die besetzten rheinischen Gebiete zu leisten, um die neu zu schaffende Rentenmark nicht zu gefährden. Die Rheinländer fanden sich damit unmittelbar der französischen Politik gegenübergestellt. In dieser Lage wurde der Kölner Oberbürgermeister erneut zum Sammelpunkt jener Kräfte, die einerseits gegenüber der Berliner Tendenz, das besetzte Gebiet versacken zu lassen, die Reichszugehörigkeit des Rheinlandes erhalten wollten, die jedoch zugleich einen Ausweg aus der drohenden deutsch-französischen Konfrontation suchten und nach einer dauerhaften Lösung der französischen Sicherheitsfrage strebten. Gegenüber der Reichsregierung unter Stresemann versuchte Adenauer, eine finanzielle Preisgabe der Rheinlande im Sinne der von vielen unterstützten Versackungspolitik um jeden Preis zu verhindern, in einer dramatischen Sitzung am Abend des 13. November 1923 erklärte er, das Rheinland muss uns mehr wert sein als ein oder zwei oder selbst drei neue Währungen. Und er wies mit Recht darauf hin, dass die Schaffung einer wertbeständigen Währung ohnehin von der Lösung des Reparationsproblems abhänge. Gegenüber der französischen Seite lehnte Adenauer die Idee eines Rheinbundstaates mit eigenem Parlament und Haushalt, eigener Währung und diplomatischer Vertretung klar ab und nahm gegenüber Separationsplänen willig die Schützenhilfe der britischen Diplomatie in Anspruch, sodass der gallige und zähe Adenauer bei den Franzosen lange als Mann der Briten galt. Gleichwohl war er bereit, dem von ihm stets anerkannten französischen Sicherheitsverlangen entgegenzukommen. Mehrfach ist Adenauer in der Weimarer Zeit als Reichskanzlerkandidat genannt worden. Aber es ist wohl kein Zufall, dass er unter den Konstellationen der Weimarer Republik nie in dieses höchste Amt gelangte. Das lag nicht nur an gegnerischen Vorbehalten gegen den Rheinländer, zumal in Berlin, es lag auch an seiner eigenen ausgeprägten Skepsis gegenüber der Weimarer politischen Szene. Stand er doch der Neigung zur außenpolitischen Schaukelpolitik ebenso ablehnend gegenüber wie dem innenpolitischen Koalitionsspiel, in dem kurzlebige Regierungen sich zwischen hoffnungslos fraktionierten Klassen- und Weltanschauungsparteien zu behaupten versuchten. Sowohl mit seiner Westpolitik wie mit dem von ihm übernommenen Vorschlag einer mehrheitsfähigen Partei aus beiden christlichen Konfessionen eilte Adenauer der Zeit weit voraus. Seine Ziele, im Grundsatz klar, in der taktischen Umsetzung oft verschleiert und mühsam zu erkennen, konnten in Weimar nicht realisiert werden.
So ist der Maire de Cologne hauptsächlich als Kommunalpolitiker großen Stils in die Geschichte vor 1933 eingegangen. Die seit 1901 bestehende Handelshochschule ließ er 1919 zur Volluniversität umbilden und ebenfalls 1919 das ausgedehnte Gelände des aufgegebenen Festungsrajons an die Stadt verkaufen. Hier entstand von 1921 an der 7 Kilometer lange innere und der 30 Kilometer lange äußere Grüngürtel. 1923 wurde das Sportstadion angelegt, 1924 das Messegelände in Deutz ausgebaut, 1925 die Musikhochschule gegründet und ein erstes Becken des großen Industriehafens Niel in Betrieb genommen. Dort legte 1933 Henry Ford ein großes Automobilwerk an. Auch die Schnellstraße Köln-Bonn wurde damals gebaut, ein Vorläufer der späteren Autobahn. Neben dieser großzügigen materiellen Entfaltung sorgte Adenauer auch für Kölns kulturellen Aufschwung. Namentlich trugen die Jahrtausendausstellung, die 1925 an die tausendjährige Zugehörigkeit der Reichslande zum Deutschen Reich erinnerte, und die Pressa von 1929 Adenauers Namen in alle Welt. Beziehungen zu maßgebenden Persönlichkeiten der Wirtschaft und Einfluss in überkommunalen und staatlichen Einrichtungen wertete er hoch. So leitete er unter anderem die Verhandlungsgruppe des Wirtschaftsausschusses für die besetzten Gebiete, saß dem Rheinischen Provinzialausschuss und dem Direktorenausschuss der Rheinischen Landesbank vor, präsidierte außerdem dem Rheinischen Städtetag. Hoben ihn diese Ehrenämter über die anderen rheinischen Oberbürgermeister heraus, so besaß er seit 1921 als Präsident des Preußischen Staatsrats in Berlin Stellung und Ansehen unter den obersten Repräsentanten der Weimarer Republik. Er blieb in politischer Reservestellung. Als Harold Nicholson ihn am 15. März 1929 in Köln besuchte, hörte er erzählen, man würde Adenauer eines Tages nach Berlin rufen, wenn der Parlamentarismus versagen sollte. Der seltsame Mongole mit seinen schlauen Augen im gelben Gesicht schien dem englischen Aristokraten, der Hindenburg für einen prächtigen alten Mann hielt, ein echter Diktator zu sein. Keine Art, die mir zusagt, aber eine Art, die man, hat man ihn einmal gesehen, nie mehr vergisst. Doch auch als potenzieller Diktator hatte Adenauer keine Chance. Die letzten Weimarer Präsidialregierungen griffen auf anderes politisches Personal zurück. Und der Einbruch des Nationalsozialismus, dem Adenauer in Köln tapferen Widerstand leistete, warf den mächtigen und angesehenen Mann über Nacht aus all seinen Ämtern und machte ihn aus einem von Popularität verwöhnten zu einem verfemten und verfolgten, der die Jahre des Dritten Reiches still und mit Mühe überdauerte. Adenauers Rückkehr in die Politik nach dem Zweiten Weltkrieg ging wiederum von Köln aus. Nach ihrem Anmarsch im März 1945 setzten ihn die Amerikaner erneut als Oberbürgermeister der Rheinischen Metropole ein. Doch bereits im Oktober wurde er von den neuen britischen Besatzungsbehörden entlassen, wahrscheinlich weil er versucht hatte, mit amerikanischen Regierungsstellen in Verbindung zu treten. Damals erhielt er vorübergehend politisches Betätigungsverbot. Adenauer überwand den Rückschlag schnell.
Bereits am 22. Januar 1946 wurde er nach Aufhebung des Verbots zum Vorsitzenden der CDU in der britischen Zone gewählt. Von dieser Basis her begann er, der gegenüber den CDU-Führern der ersten Stunde zunächst in einer schwächeren Position war, zielsicher und zäh seinen politischen Aufstieg vorzubereiten, der ihn 1948 ins Amt des Präsidenten des Parlamentarischen Rates brachte und ihm 1949 die Kanzlerwürde der Bundesrepublik Deutschland, 1950 das Amt des Bundesvorsitzenden der CDU eintrug. Adenauers Lagebeurteilung in den ersten Monaten nach Kriegsende berührt sich auffallend mit früheren Äußerungen aus den Jahren 1918-19 und aus der Weimarer Zeit. Wiederum steht für ihn das deutsch-französische Problem und die Organisation Westeuropas im Mittelpunkt. Wiederum wird das Sicherheitsbedürfnis des westlichen Nachbarn als politisches Faktum ernst genommen. Und wiederum lehnt Adenauer eine Abtrennung deutscher Gebiete ab und schlägt eine enge wirtschaftliche Verflechtung als geeignete Lösung der Sicherheitsfrage vor. Nachdrücklich hat er in mehreren Äußerungen zwischen 1945 und 1948 seine alte Rheinland-Konzeption erneuert. Das Rheinland sollte eine Brücke sein zwischen dem zentralisierten Norden und dem landsmannschaftlich eigenwilligen Süden. Es sollte zugleich, gelöst von der Schwerkraft preußischer Staatstraditionen, als Brücke des neuen Deutschland zu den westeuropäischen Ländern dienen. So hat Adenauer die Schaffung des Landes Nordrhein-Westfalen durch die Briten im Juli 1946 als Maßnahme von weitreichender politischer Bedeutung für uns Deutsche und für Europa lebhaft begrüßt. Sein Rückblick in den Erinnerungen nimmt fast wörtlich Überlegungen der Jahre 1919 und 1923 auf. Ich erklärte, dass man die bisherige Rheinprovinz möglichst weit mit westlichen und östlichen deutschen Gebieten verklammern müsse, um das linke Rheinufer gegen die von Frankreich erhobene Forderung auf dessen Abtrennung von Deutschland zu sichern. In der Bildung eines großen westdeutschen Landes innerhalb Deutschlands, wie es jetzt durch den Beschluss der britischen Militärregierung geschaffen wurde, lag meines Erachtens eine zuverlässige Garantie für Frieden in Europa. Nordrhein-Westfalen bot nach meiner Meinung die sicherste Gewähr dafür, dass nicht von Deutschland, auch nicht nach seiner Erholung, Aktionen ausgehen würden, die zu einem Krieg führen könnten. Ein derartiges westdeutsches Land musste ganz naturgemäß nach den Anschauungen seiner Bewohner und nach seiner ganzen Wirtschaftsstruktur auf eine Zusammenarbeit mit den westlichen Nachbarn Deutschlands, mit Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, England gerichtet sein. Von der Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen erwarte ich insbesondere, Frankreich könne allmählich davon überzeugt werden, dass die Schaffung eines solchen Landes eine größere Sicherung für dauernden Frieden gewähre als eine ständige Besetzung oder sogar Abtrennung deutscher Gebiete. Soweit Adenauer. Die Briten hatten zwar die Zustimmung der Franzosen zur Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Zugeständnis erkauft, dass das Saarland aus dem deutschen Wirtschaftssystem ausgegliedert wurde. Für Adenauer ein negativer Aspekt des neuen Landes. Aber er hoffte, der rheinische Föderativstaat werde den Franzosen die Sorge vor einer Wiederherstellung Preußens nehmen und es werde dann auf die Dauer leichter möglich sein, das Saarland bei Deutschland zu halten.
die überraschende Kontinuität der politischen Überlegungen Adenauers darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Hintergrund seiner Rhein- und Westeuropapolitik sich nach 1945 radikal verändert hatte. Adenauer gab sich darüber keinen Illusionen hin. In einer seiner ersten politischen Äußerungen, einem Brief an den Duisburger Oberbürgermeister Weitz vom 31. Oktober 1946, schilderte er die weltpolitische Situation in dunklen Farben. Russland hat in Händen die östliche Hälfte Deutschlands, Polen, den Balkan, anscheinend Ungarn, einen Teil Österreichs. Russland entzieht sich immer mehr der Zusammenarbeit mit den anderen Großmächten und schaltet in den von ihm beherrschten Gebieten völlig nach eigenem Gutdünken. In diesen Ländern herrschen schon jetzt andere wirtschaftliche und politische Grundsätze als im übrigen Teil Europas. Für Adenauer war damals, Ende 1945, die Trennung Ost- und Westeuropas bereits eine vollendete Tatsache. Eine Einsicht, die zu jener Zeit nur wenige deutsche Politiker besaßen. Er war deshalb überzeugt, dass nur ein Zusammenschluss der freien Teile Europas eine weitere Ausdehnung der russischen Macht nach Westen verhindern könne. Insbesondere galt es, den nicht russisch besetzten Teil Deutschlands politisch und wirtschaftlich zu beruhigen und wieder gesund zu machen. Ein vernünftiges staatsrechtliches Gefüge musste wiederhergestellt werden, nicht in Form eines zentralisierten Einheitsstaates, sondern in der Form eines bundesstaatlichen Verhältnisses. Was in Adenauers Äußerungen bis 1949 als politische Konzeption relativ kompakt hervortrat, entfaltete sich in seiner politischen Praxis als Bundeskanzler pragmatisch, taktisch in einzelnen Schritten. Zunächst musste die unter Besatzungsverwaltung stehende Bundesrepublik ihre Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Dann musste das westdeutsche Territorium gegen den sowjetischen Druck gesichert werden. Und schließlich galt es, die Gleichberechtigung gegenüber den anderen Staaten zu erreichen. Adenauer hat dabei, um erst einmal eine Vertrauensbasis zu den westlichen Völkern wiederherzustellen, gewisse deutsche Vorleistungen als unvermeidlich angesehen. Er war im Gegensatz zu seinem Gegenspieler Kurt Schumacher bereit, mit den westlichen Besatzungsmächten zusammenzuarbeiten, so gut es möglich war. Er nahm dafür die Beschimpfung als Kanzler der Alliierten in Kauf. So trat die Bundesrepublik 1949 der Internationalen Ruhrbehörde bei, obwohl die Bundesregierung damit die alliierte Kontrolle über die Ruhrindustrie anerkannte. Sie schloss sich als assoziierte Mitglied dem Europarat an, obwohl auch das von Deutschland getrennte Saargebiet assoziiertes Mitglied wurde. Adenauers Politik erwies sich als richtig, denn die Diskriminierungen Deutschlands wurden im Lauf der Zeit allesamt abgebaut. Die Bundesrepublik konnte in wenigen Jahren die volle Gleichberechtigung erlangen. Schon in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die vom französischen Außenminister Robert Schuman zunächst als deutsch-französischer Vertrag mit Beitrittsmöglichkeiten für die anderen Länder konzipiert war, wirkte die Bundesrepublik als gleichberechtigter Partner mit. Und die gleiche Linie verfolgte die Bundesregierung, als sie den von Frankreich ausgehenden Plan einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, der sogenannten EVG, unterstützte, der das deutsche militärische Potenzial in eine europäische Streitmacht integrieren sollte, um dadurch die Gefahr eines deutschen Alleingangs zu bannen.
da Deutschland im Zeichen zunehmender weltpolitischer Spannungen, Ausbruch des Koreakriegs im Juni 1950, nicht die Wahl hatte, sich an den von den USA geforderten Verteidigungsbemühungen zu beteiligen oder nicht zu beteiligen, sondern es allein um annehmbare Bedingungen für einen solchen Verteidigungsbeitrag ging, verknüpfte Adenauer das Sicherheitsproblem mit der Frage der Souveränität. Der deutsche Wehrbeitrag sollte geleistet werden unter der Bedingung einer formellen, durch Truppenverstärkungen unterstrichenen Sicherheitsgarantie der Alliierten für Westdeutschland und der Zuerkennung voller Gleichberechtigung. An dieser Verbindung, diesem Junktim, hat Adenauer während der schwierigen internationalen Verhandlungen und der stürmischen innenpolitischen Auseinandersetzungen über den deutschen Wehrbeitrag hartnäckig festgehalten. Als die französische Nationalversammlung im August 1954 den EVG-Vertrag ablehnte, drohte seine Politik zu scheitern. Er hat dieses Datum als einen schwarzen Tag für Europa bezeichnet. Aber mit britischer und amerikanischer Hilfe konnte eine Ausweichlösung gefunden werden, die dem deutschen Souveränitätsverlangen sogar noch stärker entgegenkam, obwohl sie das Integrationselement der geplanten Vereinbarung abschwächte. Die Bundesrepublik Deutschland trat einerseits direkt der NATO, andererseits dem zum Westeuropäischen Unionspakt erweiterten Brüsseler Pakt bei. Damit war die Wiederherstellung der völkerrechtlichen Souveränität Deutschlands durch den Deutschlandvertrag verbunden. Dass in diesem Rahmen dann auch das Saargebiet schrittweise einer Lösung zugeführt werden konnte, durch die Aufnahme des Saarlands in den politischen Verband der Bundesrepublik 1957, war eine besondere Leistung der abwartend pragmatischen Verhandlungsführung Adenauers. Auf Einladung der sowjetischen Regierung reiste Adenauer vom 8. bis 14. September 1955 nach Moskau. Das Ergebnis dieser Verhandlungen war die Aufnahme diplomatischer Beziehungen gegen Freilassung der restlichen rund 10.000 deutschen Kriegsgefangenen bei Wahrung der deutschlandpolitischen Rechtsposition der Bundesregierung. Nicht das Beharren auf unerreichbaren Forderungen nach Fortschritten in der deutschen Frage, sondern Nervenstärke und politisch-taktisch kluges Reagieren brachten Adenauer Erfolg. Der Moskau-Besuch hatte nachhaltige Wirkungen auf Adenauers Bild in der deutschen Öffentlichkeit und auf sein Urteil über die sowjetische Politik. Seit 1958 hat Adenauer einen direkten Kontakt mit der Sowjetunion gesucht. Die diplomatische Initiative, die Botschafter Kroll in Moskau ergriff, hatte seine stillschweigende Billigung. Adenauer schwebte ein Stillhalteabkommen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik und eine Österreich-Lösung für die DDR vor. In diesen Zusammenhang gehört seine spätere berühmte Formulierung im Bundestag 1962 am 2. Oktober, die Bundesregierung sei bereit, über vieles mit sich reden zu lassen, wenn nur die Bevölkerung der DDR ihr Leben so einrichten dürfe, wie sie wolle. Erfolg war diesen Fühlungnahmen freilich nicht beschieden. An der Wende zu den 60er Jahren kehrte die deutsche Politik wieder in ihre Anfangssituation zurück. Ihr Hauptziel war jetzt zu verhindern, dass die Großmächte über den Status Deutschlands eine endgültige Entscheidung trafen und sie durch einen Friedensvertrag sanktionierten.
bot in dieser Lage eine Wiederaufnahme der Integrationspolitik einen Ausweg. Bereits 1955 war in Westeuropa eine Relance européenne in Gang gekommen, die auf eine engere Zusammenarbeit auf den Gebieten des gemeinsamen Marktes und der Atomwirtschaft hinzielte. Dabei ging man, wie schon bei der Montanunion und der EVG, von einer supranationalen Gestaltung im Sinne eines europäischen Teilbundesstaates aus, der in eigener Zuständigkeit Entscheidungen für alle Mitgliedstaaten treffen konnte. Das führte zum Einspruch Großbritanniens und zu den Gegengründungen der EFTA und der ENEA, während die amerikanische Regierung das Projekt des gemeinsamen Marktes trotz wirtschaftlicher Bedenken wegen seiner politischen Vorteile für die USA unterstützte. Adenauers Politik war darauf gerichtet, diese amerikanische Unterstützung zu erhalten und zugleich Frankreich wirtschaftspolitisch so weit als möglich entgegenzukommen, um die politischen Entwicklungsmöglichkeiten der Wirtschaftsgemeinschaft nicht zu gefährden. Umgekehrt verhielt er sich gegenüber späteren Beitrittswünschen reserviert, weil er von der Hinzunahme Großbritanniens eine Abschwächung der politischen Dynamik der Gemeinschaft befürchtete. Die Szene der europäischen Integration veränderte sich erneut und grundlegend, als die vierte Französische Republik kaum ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des EWG-Vertrags zerfiel und de Gaulle 1958 die Leitung der französischen Politik übernahm. Adenauers Politik geriet damit in weitere Schwierigkeiten, die umso bedrohlicher waren, als wenig später die Sowjetunion ihr Berlin-Ultimatum stellte und im folgenden Jahr mit dem Tod von John Foster Dulles, dem amerikanischen Außenminister, das besondere Verhältnis zur amerikanischen Macht sich aufzulösen begann. Da de Gaulles nationalstaatliche Konzeption, Stichwort Europa der Vaterländer, jedoch nicht schlechthin gegen die westeuropäische Kooperation, auch nicht gegen die EWG, sondern allein gegen das supranationale Element der bisherigen Integrationspolitik gerichtet war, versuchte Adenauer den Kern der bisherigen Zusammenarbeit in neuen multinationalen und bilateralen Formen zu retten. Er gab die Europäische Kommission in Brüssel und ihren Präsidenten Hallstein weitgehend preis und ging bereitwillig auf de Gaulles Angebot einer bilateralen Zusammenarbeit ein. Während die amerikanische Politik in der Kennedy-Ära sich endgültig vom Konzept des Deutschlandvertrags löste und dem weltpolitischen Ausgleich mit der Sowjetunion Priorität einräumte, kam Adenauer auf diese Weise in den letzten Jahren seiner Kanzlerschaft noch einmal auf sein altes Konzept einer engen deutsch-französischen Zusammenarbeit als Kern des europäischen Zusammenschlusses zurück. Am Ende seines politischen Wirkens steht der deutsch-französische Vertrag vom 22. Januar 1963. Aber inzwischen war Adenauers Stellung in seiner Partei so geschwächt, dass er dieses Instrument nicht mehr im Sinn einer politischen Einigung Europas nutzen konnte und auch seine Nachfolger wussten damit nichts anzufangen. Adenauer war 1949 mit nur einer Stimme Mehrheit, seiner eigenen, zum Bundeskanzler gewählt worden. 1953 und vor allem 1957 hatte sich in den Wahlen zum Bundestag seine politische Basis so verbreitert, dass er in drei Legislaturperioden die deutsche Politik maßgeblich prägen konnte.
Auch der einzige ernsthafte Gegenspieler, die SPD, schwenkte einige Jahre nach dem Tod Kurt Schumachers, wenn auch verspätet, auf seine außenpolitische Linie ein. Aber gegen Ende der 50er Jahre nahm die Kritik an seiner Politik stark zu. Das schwächte seine Autorität ebenso wie sein Kampf gegen eine Kanzlerkandidatur Erhards, von dem er fürchtete, dass er die Sanktionierung des Status quo in der Deutschlandfrage nicht werde verhindern können. Der Zerfall des deutsch-amerikanischen Verhältnisses in der Kennedy-Zeit und vor allem zum Zeit des Baus der Berliner Mauer am 13. August 1961, das war der empfindlichste Rückschlag der Wiedervereinigungspolitik, das alles leitete dann das Ende der politischen Macht Adenauers ein. Durch Koalitionsvertrag musste er sich nach den Bundestagswahlen 1961 gegenüber der FDP zum Rücktritt in der Mitte der Legislaturperiode verpflichten, eine Auflage, der er am 5. Oktober 1963 nachkam. Als Vorsitzender der CDU bis zum März 1966 behielt er freilich noch lange einen erheblichen Einfluss auf die deutsche Politik. Er hat den Sturz seines Nachfolgers Ludwig Erhard und die Bildung der Großen Koalition unter Kiesinger im Herbst 1966 noch miterlebt. Am 19. April 1967 starb Adenauer hochbetagt in Rhöndorf. Adenauer hat nie Berufspolitiker werden wollen. Eine politische Karriere, planvoll angelegt und Zug um Zug realisiert, war nicht seine Sache. Es ist nicht nur Koketterie, wenn er in den letzten Lebensjahren zu Vertrauten äußerte, er habe eigentlich Notar auf dem Land werden wollen. Ein Stück liberales Honoratiorentum, Erbe des 19. Jahrhunderts, war immer in ihm. Und die große Familie, die behäbige Bürgerlichkeit seines Rhöndorfer Hauses mit weitem Blick über den Rhein, das Kunstsammeln in eins mit Gartenbau und Rosenzucht gehörten essentiell zu seiner politischen Tätigkeit. Es war die Not des Vaterlandes, die den Kölner Oberbürgermeister in die Politik drängte. Patriotisches Aufbegehren gegen scheinbar unwiderrufliche politische Verhängnisse trieben ihn zum Handeln. 1918 war das ebenso wie 1923 und wiederum nach 1945. Die Worte Volk und Vaterland hatten für Adenauer noch einen direkten, unvermittelten Sinn. Staatsmännischen Einsatz verstand er als bürgerliche Pflicht. Das erklärt die Fähigkeit dieses nüchternen und von Haus aus zurückhaltenden Menschen zum unmittelbaren Appell an das Volk und zur sparsam eingesetzten, aber sehr bewusst verwendeten großen Geste und auch das Echo, das er bei den breiten Massen fand. Nie war Adenauer nur ein reiner Verwaltungsfachmann, nie ein bloßer Parteifunktionär, so souverän er sich des Instruments moderner Verwaltung und der vielfältigen Möglichkeiten der Parteiendemokratie zu bedienen wusste. Kritiker haben darauf hingewiesen, dass Adenauers Wortschatz bescheiden, seine Redeweise einfach, ja simpel gewesen sei. Das trifft zu. Viele unterschätzten ihn deshalb. In der Tat fehlt seinen Reden und schriftlichen Äußerungen fantasievolle Beweglichkeit und literarischer Glanz. Überall herrscht die kunstlose Genauigkeit, der nüchterne Geschäftsstil des Juristen. Doch hing dieser stilistische Grundzug, was oft übersehen wird, aufs Genaueste mit dem Charakter und der Arbeitsweise des Politikers Adenauer zusammen.
Adenauer verfügte über eine reduzierende Intelligenz. Er schälte an jedem politischen Problem das Zufällige ab, bis der Kern bloßgelegt war. Dann entwarf er Technik und Taktik der Problemlösung. Von seiner Person sah er dabei ganz ab. Seine Äußerungen sind immer situationsbezogene Plädoyers, nicht Deutungen seiner Politik und seiner Persönlichkeit. Und da ihnen das Bindemittel literarischer Selbstdarstellung fehlt, erscheinen sie dem Betrachter oft punktuell und spröde. Sie zwingen ihn in die verhandelte Sache hinein, aber sie sagen wenig über die Person des Handelnden aus. Daher musste Adenauer denen, die ästhetisch in Politik schwelgen wollten und die vor Entscheidungen in eine faltenreiche und konsequenzlose Rhetorik auswichen, immer ein Rätsel oder auch ein Gräuel bleiben. Dass der nervenlose Mann, einen dünnen Dickhäuter nannten ihn Freunde unter Anspielung auf seine hagere äußere Erscheinung, in Wahrheit nicht frei von Leidenschaften und Gemütsbewegungen war, haben Zeugnisse aus den letzten Jahren an vielen Beispielen klargemacht. Adenauer verfügte über ein ungewöhnliches polemisches Potenzial. Seine Physis wurde durch den Kampf angeregt. An Willenskraft und Zähigkeit war er noch im hohen Alter allen Gegnern überlegen. Aber er hatte zugleich die Fähigkeit des Beobachtens und des Wartenkönnens. Seine rationale Härte hatte starke sentimentale Widerlager. Man hört, dass er im kleinen Kreis gern Gedichte aus der Schulzeit rezitierte, die er auswendig kannte, Eichendorff und Heine, dass er lange vor Gemälden verweilte, mit Hingebung Musik hörte. Auch die Gartenarbeit hat in dieser musischen Lebensökonomie ihren Platz. Bei aller Energie und Unerbittlichkeit in der Verfolgung einmal gesteckter und als richtig erkannter Ziele, der Erfolg Adenauers als Politiker lag wesentlich darin, dass er warten konnte. Auch als er ungewöhnlich spät die Chance politischer Gestaltung erhielt, verzehrte er sich nicht in kleinlicher Detailarbeit, verwendete aber ein großes Maß an Zeit auf genaue und umfangreiche Information und auf das Durchdenken der politischen Grundprobleme. In seinem langen Leben hatte Adenauer viele Beispiele menschlicher Anhänglichkeit und Freundestreue, aber ebenso viel Niedertracht, Verrat und Opportunismus erlebt. Wie rasch war der gefeierte Oberbürgermeister 1933-34 seinen Kölnern aus den Augen, aus dem Sinn gewesen, sodass ihn Bekannte auf der Straße plötzlich nicht mehr grüßten? Und umgekehrt, wie steil stieg von 1949 bis 1953 seine Popularitätskurve in den Umfragen über die großen Deutschen an, selbst Bismarck überflügelnd. Zu verwundern wäre es nicht, wenn der alte Mann die Menschen und insbesondere die politische Umgebung für eine Race méchante gehalten hätte, wie Weiland der alte Fritz. Aber Menschenverachtung, obwohl sie ihm oft nachgesagt wurde, wäre für Adenauers Verhältnis zu seinen Mitmenschen doch eine zu vereinfachende Form. Zumal gegenüber Freunden und Bekannten seiner eigenen Generation und Lebenserfahrung hat Adenauer immer wieder ein Vertrauen gezeigt, das sich deutlich abhebt von der abwartenden Skepsis, mit der er Jüngeren gegenübertrat. Und die Rücksicht und Herzenshöflichkeit, die er gegenüber Untergebenen an den Tag legte, muss als Kontrast zur legendären Kälte gegenüber politischen Konkurrenten ebenso erwähnt werden wie die Ritterlichkeit und Aufopferung des Ehemanns gegenüber seiner früh erkrankten und verstorbenen ersten Frau
und das bei aller patriarchalischen Strenge ungezwungene und herzliche Verhältnis zu seinen 7 Kindern und 24 Enkelkindern und zu seiner zweiten Frau, die seinen abermaligen politischen Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat. Sie starb 1948. Adenauer kam aus der Tradition des rheinischen Katholizismus und des rheinischen politisch-liberalen Bürgertums. In der christlichen Überlieferung hat er sich wie in einer selbstverständlichen Realität bewegt. Sie verschmolz bei ihm mit humanistischen und naturrechtlichen Überlieferungen, die in seiner Politik ein beträchtliches Gewicht hatten. Dabei war sein Verhältnis zur kirchlichen Hierarchie alles andere als das eines unterwürfigen Dieners und Befehlsempfängers. Dabei war sein Verhältnis zur kirchlichen Hierarchie alles andere als das des unterwürfigen Dieners und Befehlsempfängers. Zwischen Theologie und Politik hat er stets einen reinlichen Trennungsstrich gezogen. Es fehlt nicht einmal an gelegentlichen herben Äußerungen der Kirchenkritik, ein Umstand, der mit seiner persönlichen, ganz aufs Praktische gerichteten Frömmigkeit nicht in Widerspruch stand. Adenauer hat den Schutz der Kirche im Dritten Reich als Verfolgter erfahren, als er bei seinem Freund Abt Ildefons Herwegen in Marialach Zuflucht suchte und fand. Er lebte in seinem Familienkreis in Rhöndorf im sichernden Rhythmus kirchlicher Feste und Gebräuche. Gleichwohl hat er nicht gezögert, kirchliche Ansprüche zurückzuweisen, wo sie ihm das Gesetz der Freiheit der Kirchen im demokratischen Verfassungsstaat zu verletzen schienen, dass nämlich die Kirchen nur unter der Voraussetzung allgemeiner politischer Freiheit frei sein können und dass daher ihr Ziel nicht Privilegienbewahrung, sondern Mitarbeit in diesem Staat sein sollte. Aus dem rheinisch-katholischen Schwerpunkt von Person und Politik Adenauers ergaben sich neben der starken Öffnungsbereitschaft nach Westen auch Abgrenzungen nach verschiedenen Zeiten hin. Zunächst nach Osten. Adenauer stand, wie oft hervorgehoben, dem eigentlich östlichen Preußen innerlich fern, obwohl man den straff aufgerichteten, pünktlich agierenden Mann gelegentlich mit einem preußischen General verglichen hat. Weniger bekannt, aber ebenso bedeutsam ist, dass er auch zum deutschen Südosten, zu Bayern, kein näheres Verhältnis gefunden hat und auch nicht zur donauländischen Sphäre. Wien war ihm ähnlich fremd wie Berlin. Kein Zweifel, dass er seine Zugehörigkeit zur Zentrumspartei und seinen Vorsitz im preußischen Staatsrat ganz aus der rheinischen Perspektive sah, wie er auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Wahl Bonns zur Hauptstadt der Bundesrepublik auf die rheinische Achse hin gedacht hat. Bonn lag links des Stroms. Die Stadt war auf das Nachbarland Frankreich bezogen. Das norddeutsch-westfälische Zentrum und der alte Gegner Berlin lagen weit ab von der rheinischen Stadt. Adenauers Abneigung gegen Preußen scheint auf die Erfahrung des Bismarckreiches zurückzugehen. Die Erinnerung an den Kulturkampf spielte dabei eine zentrale Rolle. Mit gleichaltrigen Freunden war der junge Rheinländer früh der Ansicht, dass im Kampf des Bismarckstaates gegen Katholiken und Sozialisten die bedenkliche Seite des sonst bejahrten Zweiten Kaiserreiches lag.
Adenauers ablehnende Haltung hat sich auch in der Weimarer Zeit nicht geändert, als die führenden Politiker des Zentrums, vor allem Wirth und Brüning, in einer historischen Nachholbewegung die preußisch-deutsche Tradition aufzuarbeiten und dem Katholischen einzuverleiben strebten. In ihrer großzügigen Anverwandlung nationaler Überlieferungen weit kompromissbereiter als der rheinische Katholik Adenauer, dessen Politik nie im Nationalstaatlichen aufging und der in seiner ganzen Art, Politik zu machen, etwa auch im großzügigen Umgang mit den Finanzen, mehr wie ein Nachfolger rheinischer Kurfürsten und Erzkanzler wirkte, denn als ein Mann des kleindeutschen, preußisch-deutschen Staates. Der innerkatholische Streit um die politische Orientierung gegenüber dem deutschen Nationalstaat hatte bereits in der Weimarer Republik begonnen. Den kölschen Klüngel lassen wir nicht dran, hieß damals die Losung des Berliner Germania-Kreises. Er setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der außenpolitischen und innenpolitischen Zielbestimmung fort und wirkte noch in die Richtungskämpfe der CDU um die gemeinsame Politik hinein, an denen Adenauer führenden Anteil nahm. Die Kräfte, die seiner Konzeption entgegenstanden, waren in der ersten Nachkriegszeit fast übermächtig. Bei Kaiser, Müller, Arnold dominierte das Programm einer außenpolitischen Brückenfunktion Deutschlands zwischen Ost und West, verbunden mit weitgehenden Sozialisierungsvorstellungen im Innern und dem Gedanken einer großen Koalition mit den Sozialdemokraten. Dass es Adenauer gelang, in mehrjährigem Ringen diese Kräfte zurückzudrängen und seine politische Konzeption innerhalb der CDU durchzusetzen, war ein Meisterstück kluger Taktik und geduldigen Abwartens. Es ist kein Zweifel, dass in dieser innenpolitischen Auseinandersetzung auch die Würfel fielen für den künftigen Kurs des neuen Staatswesens unter seinem ersten Kanzler in den Jahren 1949 bis 1963. Zwei Dinge hat Adenauer dabei wohl schärfer erkannt als seine Gegner: dass das niedergeworfene Deutschland zur Politik einer aktiven Vermittlung zwischen Ost und West nicht fähig war und jeder Versuch, es in diese Richtung zu drängen, eine gefährliche Überforderung der deutschen Möglichkeiten gewesen wäre. Sodann, dass eine innenpolitische Orientierung nach links die schwierige Aufbauphase nach dem Krieg nicht gefördert, sondern gestört und gefährdet hätte. Die Politik des Schaukelns und Pendelns, unglückliches Kennzeichen der Weimarer Jahre, sollte sich nach Adenauers Willen nach 1945 nicht wiederholen. Die strikte Westorientierung der Bundesrepublik war für ihn die einzige Politik, mit der Deutschland wieder Vertrauen gewinnen konnte. Die Ereignisse bestätigten die Richtigkeit seiner Analyse. Adenauer, der nicht in der Länderpolitik engagiert war und bis 1949 ein relativ distanzierter Betrachter der politischen Szene, erkannte schärfer als andere die neue Situation des Ost-West-Konflikts und der weltpolitischen Polbildungen, die fortan die deutsche Politik bestimmen sollten. Er zog daraus die Konsequenz einer klaren Westintegration der freien Teile Deutschlands. Um die deutsche Politik auf dieser Linie zu stabilisieren, hat er ein bewegliches, oft gerissenes Spiel sowohl in seiner Partei wie später im Bundestag gegen die SPD Kurt Schumachers gespielt. Denn so einfach seine Politik in ihren Zielen war, so erfindungsreich war sie in ihrem personellen Instrumentarium und ihren taktischen Mitteln.
innenpolitisch ging Adenauer davon aus, dass der Sozialismus in Europa seinen Höhepunkt überschritten habe. Eine Koalition mit ihm wäre nach seiner Meinung Aufopferung an eine tote Sache gewesen. Es versteht sich, dass er dabei an den Sozialismus in seiner alten Form dachte. Einen Sozialismus marxistischer Provenienz mit stark nationalistischem Einschlag, mit dem Ziel einer Verstaatlichung der Großindustrien und eines gesamtgesellschaftlichen Umbaus. Die Differenz zum demokratischen Sozialismus westlicher Prägung war ihm kaum hinreichend deutlich, wobei zuzugeben ist, dass die sozialistische Planwirtschaft der britischen Militärregierung in Deutschland und der ungestüme Nationalismus des Westpreußen Kurt Schumacher kein geeignetes Lehrstück waren, Adenauer von seiner vorgefassten Meinung abzubringen. Sozialismus und Nationalismus entstammten der gleichen Wurzel eines ebenso antieuropäischen wie antiliberalen Denkens. So lag für Adenauer das innenpolitische Bündnis mit dem politischen Liberalismus und der Wirtschaftspolitik Ludwig Erhards nahe. Zugleich aber sprang hier noch eine andere Erwägung ein. Auf dem Münchner Katholikentag von 1922 hatte Adenauer als erster die Meinung vertreten, dass eine stabile Innenpolitik in Deutschland nur möglich sei, wenn eine große Partei der Mitte aus beiden Konfessionen gebildet werde. Nach 1945 war er, obwohl selbst nicht Mitbegründer der CDU, maßgebend daran beteiligt, dass die Union in den zunächst recht zentrumsfreundlichen rheinischen katholischen Gebieten sich durchsetzte. Dabei leitete ihn nicht nur aus leidvoller Weimarer Erfahrung das pragmatische Ziel einer regierungsfähigen Mehrheit. Es ging ihm auch darum, die Evangelischen, die seit dem Zusammenbruch des Zweiten Kaiserreiches politisch heimatlos waren, in den neuen Staat zu integrieren. Adenauer war sich bewusst, dass dies das Ende der alten politischen Orientierung des Zentrums bedeutete und dass die Union, je mehr sie die evangelischen Wähler anzog, infolge der sozialen Verfassung des deutschen Protestantismus, eine Gravitation zum Liberal-Konservativen entwickeln musste. Er hat diese Konsequenz als Mann des rheinischen liberalen Katholizismus wohl auch gewollt. Die Situation war günstig. Es gab nach 1945, anders als in Weimar, keinen Konkurrenten auf der rechten Seite. Und die verbindenden Erfahrungen der Konfessionen im Kirchenkampf hatten fast selbstverständlich zu gemeinsamen Initiativen in der Politik geführt. Gewiss war das Risiko einer Unionspolitik der Konfessionen die Entfremdung mindestens eines großen Teils der politisch aktiven Katholiken von den alten Bündnispartnern zur Linken. Aber höher wog Adenauer der potenzielle Gewinn, die Bindung des protestantischen Elements einschließlich seiner deutschnationalen Gruppen. Sie war für ihn die entscheidende innenpolitische Voraussetzung seiner Politik der Westintegration. Über den vielen personellen und taktischen Gelegenheiten und Zufällen, die Adenauers Politik begünstigten, darf das allgemeine Zeitklima nicht vergessen werden. Die Zeit war müde. Die weltpolitischen Träume Deutschlands waren nach dem Zweiten Weltkrieg, wie es schien, für immer ausgeträumt. Die Strapazierung öffentlicher Tugenden, die gewaltsame Totalpolitisierung durch ein zynisches Regime hatten eine allgemeine Leere hinterlassen, in der das Persönliche und Private fast naturnotwendig nach Revanche verlangten.
Was lag in dieser Situation näher, als dass man sich an einen Politiker hielt, dessen sachliche Nüchternheit wohltuend vom maßlos Missionarischen der vorangegangenen Epoche abstach und dessen wortkarger Realitätssinn eine verlässliche Bürgschaft gegen neue Abenteuer zu sein schien? Adenauers Anstöße wirken in der deutschen und europäischen Politik bis heute fort. Seine Grundkonzeption, postnationalstaatlich und darin alles andere als restaurativ, ist unverändert und hart der Fortsetzung. Die Wiedervereinigung war eine späte Frucht der adenauerschen Politik, Helmut Kohl sein erfolgreichster Schüler. Vor allem aber hat Adenauer die frühe Nachkriegszeit geprägt. Eine Zeit heilsamer Ernüchterung nach einem Zeitalter politischer Illusionen. Ihr hat der patriarchalisch regierende Erzzivilist aus Köln die geschichtliche Richtung gewiesen, mit sparsamer Geste und dürrem Wort.